Meine Damen und Herren auf Hochdeutsch. Chers amis de la Suisse romande, cari amici della Svizzera italiana. Ja, ich habe gesehen da aussen, seit der aus der Suisse romande da sind, Leute aus dem Puschlav, aus dem Bündnerland, die hätten lange müssen reisen, um da hinzukommen. Alle herzlich willkommen, Herr Bundesrat, geschätzte Amtsträger und Parteifreund, liebe Gäste, getreue, liebe Mittellandsleute, liebe Frauen und Männer. Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. Der Weihnachtsmann ging heim in seinen Wald. So fängt der Erich Kästners Jahr an. Die SVP anders. Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. Die SVP versammelt sich im Albisgütli und fragt besorgt, was bringt das neue Jahr? Ist nicht von Erich Kästner. Ja, muss ich sagen da? Ist von mir. Meine Damen und Herren, über die Weihnachts- und Neujahrstage, eben dort, wo der Kästner so besungen hat, steht Politik still, zum Glück. Es ist Zeit zum Lesen, zum Losen oder auf journalistisch Zeit zum Recherchieren. Das habe auch ich gemacht. Hat die Webseite vom Parlament in die Hand genommen. Das heisst, da drin sei Transparenz, das sei das Gute. Gut. Ja, weil ja, das historische Wahl sei. Und in diesen 50 Jahren habe ich schon so viel Historisches erlebt. Aber meistens, nur gerade an dem Tag, wo es passiert ist, ist es historisch gewesen. Ein paar Jahre später hat niemand mehr davon geredet. Aber damals ist es historisch gewesen. Mehr Junge, mehr Frauen, mehr Grüne, mehr Linke. Hat es mir 100 genommen, wer ist denn da gewählt worden? Habe ich die Prüfe angeschaut. Was ist denn der Bezug zu der Lebenswirklichkeit, zu den Sorgen, die wir alle haben? Also, eine schreibt mit 30, Beruf Studentin. Ja klar, heute ist es ein Beruf, da zahlt wirst du noch dafür. Also nur, dass Sie es wissen, mit 30 habe ich dann schon 2 Studium abgeschlossen gehabt. Aber wäre mir nie in den Sinn gekommen, als Berufsstudentin zu schreiben. Eine schreibt Doktorandin, das hat mir früher nebenbei gemacht. Gewerkschafterin ist eine von Beruf. Denn die, die es vorausnehmen, das Berufsparlament, die schreiben als Beruf Nationalrätin. Der Zugeri hat geschrieben, erste Zuger-Nationalrätin. Das ist auch ein Beruf, das ist eine Ausbildung. Meine Damen und Herren, die 47-jährige Isabelle Pasquet hat als Beruf Koordinatorin Alpeninitiative. Das ist alle ein Dauerjob. Vor 26 Jahren ist nämlich darüber abgestimmt worden. Meine Damen und Herren, da werden Sie noch fündig mit diesen Berufen. Eine schreibt Kommunikationsspezialistin. Was ist echt da für ein Beruf da? Kommunikationsspezialistin. Also das bin ich dann auch, nur dass Sie es wissen. Aber ich habe es noch nie angeschrieben. Die ganze Reihe schreibt als Beruf Berater, Beraterin, wissenschaftliche Beraterin. Ich bin auf eine gestoßen, die heißt Aline Trede, 36, die schreibt Inhaberin. Da habe ich gedacht, oh, wahrscheinlich von einer Bäckerei oder von einer Metzgerei, jetzt wird es greifbar. Inhaberin einer Kampagnerei. Ja, wissen Sie nicht, was das ist? Ja, ich habe es auch nicht gewusst. Wenn Sie morgen anschauen, beim Google, was das ist, ja, da kommen Sie Vögel über. Ich glaube auch eine, nur eine in der Schweiz. Ich glaube nur eine Kampagnerei. Aber dort kommen, werden Sie nicht hell, was das ist. Der Schlusssatz ist wichtig. Arbeitet für ein Werbebüro.
Man muss so eine aufblasene Ding machen, um für ein Gewerbebüro zu arbeiten. Aber der ehrlichste Grün, muss ich jetzt sagen, ist leider ein Mann, man muss sich entschuldigen, aber es ist ein Mann, der Nicolas Walder, der ist 53, der hat gar keinen Beruf. Nein, endlich einer, der zugibt, dass er nichts ist, das finde ich gut. Ja, mir hat mal einer gesagt, in Dunkis, der häufigste Beruf von einem Politiker sei der Berufslose. Das habe ich da auch ein bisschen gedacht, als ich das Zeug gelesen habe. Aber jetzt, meine Damen und Herren, da sind auch noch rechte Leute. Niklaus Samuel Gucker, 53, EVP, das sieht man alles dort, ist Sozialunternehmer. Gut, denkt ein Berufskollege von mir. Ich war das ganze Leben ein Unternehmer und erst noch ein Sozialer. Also wir zwei sind Berufskollegen, nur hat er alle eine Berufslehre gemacht als Sozialunternehmer und ich bin von selber geworden. Aber mich hat es Wunder genommen, wie das weiter ist. Der hat es dann weitergebracht als ich. Der schreibt nämlich Dr. H.C. Dr. Honoris Causa. Ehrendoktor. Jetzt mir der Zeit wäre zum Gucker, ist denn der Herr Gucker für einen Ehrendoktor? Von welcher Universität ist denn das? Da muss ja, kein guter Typ muss für den Ehrendoktor auch keine wissenschaftlichen Leistungen mehr haben. Kann man Titel ja kaufen und Beziehungen erwerben. Aber hat mir gleich Wunder genommen, von irgendeiner Universität muss er nicht bekommen. Der stammt von einer ganz berühmten Universität, der Titel. Kalina Institute of Industrial Technology in Bhubaneswar, Odisha, Indien. Nein, meine Damen und Herren. Und Sie dürfen nicht sagen, dass Sie das nicht wissen, was das für ein Institut ist. Das wäre das eine empfindliche Bildungslücke. Die Universität ist gegründet worden 1992 mit 11 Studenten und ist 2017 vom indischen Staat untersagt worden, den Titel Universitätsträger. Ja, aber der Dr. H.C. hat man halt. Kannst nichts machen, bringst ihn nicht mehr weg, wenn du ihn mal lässt. Meine Damen und Herren, ich habe gewusst, dass im Parlament das muss ja so sein. Dort sollen alle vertreten sein. Die Gescheiden haben ihre Vertreter, die Dummen haben ihre Vertreter. Aber im Moment sind also die Berufslosen sicher ein bisschen übervertreten. Und wenn ich schaue, was für Themen das die behandeln, ja, sind das die Themen, die bei uns dort vorderstehen? Also ganz weit oben steht die Genderfrage. Genderfrage, ob Mann oder Frau, und heute hat es ja noch verschiedene andere als Männer und Frauen, also da kann ich jetzt nicht drüber reden, da kenne ich nicht so aus. Aber das sind, ist das da die Revolution, die ausgebrochen ist, dass wir zu lange über das reden, ist doch für euch schon lange alles selbstverständlich. Also wirklich schon lange selbstverständlich. Und dann kommen da die Haufen Projekte. Aus dem alten, früheren Parlament schleichen sie es über den Papi-Urlaub, oder? Weil einer ein Kind bekommt, sollen alle anderen Lohnabzüge haben, dass er noch 14 Tage gratis Ferien geschenkt bekommt. Mir hat die Frau gesagt, sie, das ist gar nicht gut. Als ich Kind geboren habe, bin ich froh, dass er nicht daheim war. Der kann daheim kommen, in der Pubertät mal und der Kind Knöpfe tun, aber sicher nicht gerade nach der Geburt. Sag ich, ja, sie sind halt ein veraltetes Geschöpf. Neuerdings kommen die Männer Kinder über und nicht mehr die Frauen. Das wäre schon lange Zeit. Meine Damen und Herren, und aber es wird ernst, das müssen alle zahlen. Dort hört nämlich der Spass auf. Ist ja uns gleich, wenn einer sonnige Ferien nimmt und die Ferien hat und die Ferien überkommt. Aber dass da alle wieder Lohnabzüge haben für den Spass, da hört es auf, weil wir die Leute vertreten,
die werktätigen Leute, die von morgen bis zum Abend seriös arbeiten, mit ihren eigenen Verdienst, Familie, sich selber ernähren, fürs Alter sorgen. Und die werden immer, nicht nur da, immer mehr geschröpft. Ich freue mich, dass da so ein privates Komitee angefangen hat, die Unterschriften sammeln von 4 Wochen. Und Sie sind nahe am Ziel. Also nehmen Sie das ernst, wenn Sie noch nicht unterschrieben haben. Gerade draussen unterschreiben und denen den Unterschreibenbogen in die Hand drücken, damit das Auto noch die Nacht die Unterschrift an den Sammelstelle bringen kann. Das muss, sollte ein langer wäre gut. Die Wirtschaftsverbände haben nämlich gesagt, das sei schlimm, wenn man das mache. Aber meinen Sie, dort hat es viel gelupft, zum helfen, das Referendum zu machen? Ja, kannst denken. Das ist nicht gut, wenn die Wirtschaftsverbände für ihre Leute nicht mehr schauen. Da zahlen berufstätige Leute. Wir müssen schauen von der SVP. Schmarotzertum weitet sich aus, meine Damen und Herren. So, ich kann Ihnen ein praktisches Beispiel zeigen, was da die neuen Parlamentarier machen. Die grüne Alternative Zugeri da, von Beruf erste Nationalrätin. Als erste politische Amtshandlung schreibt ihr einen Brief an Parlamentsdienst. Das kann uns Zürzahler noch interessieren. Ich zitiere Ihre 4 Hauptanliegen. Erstens, ich habe im Dezember die Rechnung für meinen Sprachkurs eingereicht. Läuft dies unter Kommunikationsentschädigung? Meine Damen und Herren, da kann man Sprachkurs besuchen, die Rechnung im Bund schicken. Sie interessiert nur noch unter welcher Kategorie. Also wenn Sie dann jetzt hier im neuen Jahr den Sprachkurs besuchen, schicken Sie die Rechnung den Parlamentsdienst. Hey, ja, Sie sind ja über dem Parlament, dann sollen das zahlen. Nein, schon die Vorstellung. Dann weitere Anliegen. Kann ich die Rechnung für das Einführungsseminar der ETA in Gerzensee per Mail einreichen oder soll ich es per Post zustellen? Das wäre ein wichtiges Anliegen. Aber ich meine, jetzt gibt es ein Einführungsseminar für die neuen Nationalräte. Für was brauchen denn die das? Man geht doch einfach ins Bundeshaus. Und dann schaust du die halt, wenn du zurecht findest. Mit der Zeit weißt du auch, wo die WC sind und die Cafeteria. Nein, meine Damen und Herren. Jetzt ist es so, die das Seminar durchführen, dass die Rechnung stellen, ist ja auch noch klar. Aber jetzt stellen auch noch die Rechnungen, die sie besuchen. Da kommt niemand mehr raus. Und dann schreibt sie als weiterer Punkt, ich habe von einem Fraktionskollegen gehört, dass ein Kurs für Medienauftritte für Präsidien angeboten wird. Da kommst du noch einen Kurs über, wenn du musst, Journalisten etwas sagen. Wissen Sie, warum die Kurs brauchen? Weil wenn das heißt, wo ist, wo war ist, braucht es ja keinen Kurs. Aber er muss denken, einen Kurssatz und dann verdrehen. Und dann sagt sie, das interessiert jetzt die. Ist dieser auch offen für Subkommissionspräsidenten? Wollen Sie dann haben wir Kommissionen aufteilen? 3 schauen, wie ist es beim der Armee, 3 schauen, wie ist es da beim VBS und bei den übrigen Sorten, bei den Gerichten und so. Und die brauchen einen Vorsitzenden, das heißt Subkommissionspräsident. Und ich habe das Präsidium der Subkommission Gerichte, schreibt sie, für GPK. Ich wäre daran sehr interessiert. Braucht auch noch einen Kurs. Wird sicher auch noch zahlt für das. Nein, meine Damen und Herren, es sind jetzt meistens da Grüne. Ja, sind auch vor allem Grüne gewählt worden. Darum habe ich natürlich auch bei denen geschaut, die ich noch nicht so kenne. Und die sagen, wir müssen einfacher leben. Zurückstecken. Gut, mal schauen, wie die einfacher leben. Die Zuger-Nationalrätin, die war 11 Jahre Regierungsrätin. Die braucht noch einen Kurs an, wenn man vor die Medien steht. Nur weil man eine Rechnung stellen kann. Und meine Damen und Herren,
Die hat ja wahrscheinlich auch noch Pension als Regierungsrätin und ein festes Salär als Nationalrätin und Sitzungsgelder. Denn die bescheidener leben. Sind das denn die, die bescheidener leben? Denen, die das Geld zum Sack ausreißen, denen bleibt nichts mehr anders. Und die Widersprüche sehen sie überall. Ihr Zürcherinnen und Zürcher, die da drinnen sind, ihr müsst jetzt denen turnen. Wir müssen da über das Rosengartenprojekt abstimmen. Das ist die eine von den meistbefahrensten Strassen in der Schweiz, in der Stadt Zürich. Und die Idee ist, man tut den Verkehr unterirdisch. Also etwas Selbstverständliches. Und jetzt sind ausgerechnet die Grünen bekämpfen das. Auch da müsst ihr schon schauen, dass man ja stimmt. Wisst ihr, was denn ihr Grund ist? Wir wollen überhaupt kein Auto mehr in der Stadt. Ja, meinen Sie, ich will Auto von meiner Tür? Meinen Sie, ich könnte sagen, wir wollen kein Auto? Wir Landschäfter, wir müssen in die Stadt. Und uns, wir sollen nicht mehr können in die Stadt. Und die Stadt, die kommt, glaube ich, etwa 140 Millionen über von der Landschaft, weil sie die Hauptstadt ist. Könnt ihr dann auch die Hauptstadt ausschreiben in der Stadt, in dem Kanton Zürich? Sternenberg wäre viel besser für uns. Ja, da könnten die wenigstens hier, meine Damen und Herren. Nein, Sie sehen an den Sachen, die hier alles sind, dass benachteiligt ist heute die Bürgerinnen und Bürger, die Steuern zahlen, die für sich selber schauen, die verdienen und arbeiten. Ich lese in der Zeitung, das frei verfügbare Einkommen der Bürger geht immer mehr zurück. Es wird weggefressen von steigenden Zwangsabgaben, Lohnabzügen, Mehrwertsteuererhöhungen, Gebühren, steigenden Krankenkassenprämien, den immer größeren Sozialabgaben. Ja, meine Damen und Herren, das stimmt ja. Der Statistik hat aufgezählt, sie hat schon ein mehr Lohn. Aber nachher bleibt weniger. Und für das müssen wir schauen, meine Damen und Herren. Das ist die Hauptaufgabe der SVP. Wir sind die Mittelstandspartei. Seit den 70er Jahren, wo wir hier den neuen Kurs festgelegt haben, wohin geht die SVP, steht bei uns die SVP, die Mittelstandspartei. Wer ist das, der Mittelstand? Das sind die, die für sich selber schauen können und nicht von morgen bis zum Abend armengenössig sind. Die Unterseite. Und die noch nicht so reich sind, dass sie Monaco wohnen müssen. Alle zwischendrin gehören zum Mittelstand. Und für die müsst ihr sorgen. Aber es ist natürlich eine gute wirtschaftliche Situation, darum ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Meine Damen und Herren, darum muss die SVP viel Nein sagen. Sie muss Nein sagen, immer wenn die Steuern erhöht werden, wenn Mehrwertsteuer wieder runtergenommen wird, Lohnabzüge weggenommen werden, wenn man einem Bürger das Geld wegnimmt. Wir wollen wissen, für was. Aber jetzt sind Leute am Ruder, die können gar nicht rechnen. Die schauen gar nicht, ob das kostet oder nicht. Wenn du nur kannst, etwas verteilen. Meine Damen und Herren, Pensionskasse. Unsere Partei hat ganz gute Konzepte. Der Altnationalrat Toni Bortoluzzi, der Schreiner, der hat während Jahren führend gewesen, die Sozialpolitik bei uns. Hervorragend. Es war nicht einer, der eigene Interessen hatte. Er war nicht Arzt, er war nicht Apotheker, einfach für die, die immer sagen, sie hätten hier andere Interessen. Er war in keiner Krankenkasse. Dann hat es immer mehr im Parlament, müssen wir aufpassen. Die gehen in die Sozialkommission, dann läuft es neben raus. Aber wir sind nicht durchgekommen. Gut, es ist die Zeit gekommen, wo man gesagt hat, wir haben jetzt zwei Bundesräte, jetzt müssen wir kooperativ sein, haben wir die allgemeine Lösung unterstützt, die erste nicht, aber die zweite. Sie ist geraten
Aber sie ist eigentlich nicht da, wo wir wollen. Wir haben in der AV gehabt, wir sind sogar Rituale, rettet die AV. Keine Rentenkürzungen, Frauen und Männer Alter 65, aber ohne es gerade wieder zu verteilen. Und wir wollen keine weitere Abgabe. Das ist alles dort drin und ist machbar. Hat einer gesagt, ja, das sind schwedische Modelle. Das stimmt. Die waren auch in der Tinte und haben sie so gelöst. Wenn wir halt wieder kommen mit dem, wenn wir nicht kommen mit dem, dann müssen wir halt Nein sagen. Es bleibt nichts anderes. Die erste und die zweite Säule, das eine ist die AV, ist gefährdet. Die zweite Säule ist gefährdet, weil man die Erträge nicht mehr hat, die man gerechnet hat, die Zinsen. Unter anderem kommen jetzt Negativzinsen, auch für die Kleinen. Das sind Strafzinsen. Ich freue mich, dass die letzte Woche der Parteileitungsausschuss in Bern beschlossen hat, dass der Teil vom Nationalbankgewinn, der entstanden ist durch Negativzinsen, also durch Strafzinsen, die 0,5%, wenn sie das Geld auf die Bank bringen, ihnen abschränzt, dass man die wieder zurückverteilt. Und zwar gibt man es der AV. Das ist der Beste. Das haben wir schon mal gemacht mit der Goldinitiative. Aber das muss gemacht werden. Ich habe gehört, dass diese Woche oder die nächste Woche das in die Nationalkommission gebracht wird. Wenn es dort abgelehnt wird, müsste dringend ins Parlament. Wenn es dort nicht gemacht wird, muss eine Volksinitiative gemacht werden. Ich möchte dann schauen, wer da dagegen ist, dass man die Zinsen, die man wegnimmt, wieder zurückführt an Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, das sind Notlösungen. Krankenkassenprämie ist das Gleiche. Wir sind hier dagegen gewesen, dass man das Krankenversicherungsgesetz gemacht hat. Ich höre heute noch Frau Dreifuss, die sagt, wenn er zustimmt, gehen die Krankenkassenprämien runter. Ja, ja. Man muss ja auch nicht sagen, dass das nicht stimmt. Das merkt jeder selber, was seitdem passiert ist. Aber es gibt da noch andere Lösungen. Die Zürcher SVP hat eine gute Initiative gemacht jetzt. Sie haben ein einen komischen Namen gegeben, Gerechtigkeitsinitiative. Das klingt ja fast wie, wenn sie von der Linken kämen. Aber der Inhalt ist nicht schlecht. Abziehen Prämie an den Steuern, dann ist wenigstens für den Mittelstand mal gesorgt, dass das nicht immer weiter neben rausläuft. Aber müssen Sie denn noch durchbringen? Meine Damen und Herren, ich kann nicht mehr alles aufzählen, wo wir da sind, an Sorgen. Aber wenn die Haltung nicht da ist, dass die Stärke der Schweiz immer war, Mass halten, wir haben eine Schuldenbremse, wir haben geschaut, dass die Selbstverantwortung der Bürger da ist, eine Freiheit für die Wirtschaft. So ist das arme Land Schweiz. Wir sind ein armes Land, ohne Bodenschätze, ohne Meeranschluss, ohne Binnenmeer, zu einem von der reichsten geworden, dass man das nicht kaputt macht durch Leichtsinn. Und meine Damen und Herren, zu diesen übermütigen, grossen Projekten, die Grössenwahn ausstrahlen, das ist Personenfreizügigkeit, meine Damen und Herren. Das ist die exzessive Einwanderung, die wir haben. Da sind die Probleme enorm. Personenfreizügigkeit und die large Handhabung vom Asyl, das wird unser Land in die Enge treiben. Sie werden sehen, sobald die Wirtschaft schlechter geht, geht es dort los. Warum haben wir die eigentlich? Wieder. Neben dem Krankenversicherungsgesetz hat man gesagt, die Prämien gehen runter, stimmt man zu. Und bei der Personenfreizügigkeit hat man gesagt, ja, das ist kein Problem. 8.000 bis 10.000 pro Jahr, mehr werden nicht kommen. Meine Damen und Herren, niemand hätte die Personenfreizügigkeit wollen in der Schweiz bis dahin. Nur die EU. Die EU hat Druck ausgeübt und in den 90er Jahren
hat ja jeder als wichtigste Turnübung im Bundesrat gehabt. Kniebeugen, Kniebeugen, immer. Aber wenn die EU etwas gesagt hat, hat man natürlich nachgegeben. Aber das Schweizer Volk hat gesagt, ja, wenn es ja nichts macht und nur 8.000 bis 10.000 sind, warum nicht? Und nachher sind 80.000 bis 100.000 gekommen. Der Präsident vom Vorort, das ist die Economie Suisse heute, der hat dort mal gesagt, das Problem der Überfremdung wird sich im Zusammenhang mit der europäischen Integration verschärfen. Von dieser Seite her droht der schweizerischen Eigenart die größte Gefahr. Der Vorortspräsident, geschäftsführendes Präsidialmitglied, die volle Personenfreizügigkeit würde den Anfang des Untergangs der schweizerischen Eidgenossenschaft bedeuten. Meine Damen und Herren, und nachher hat man die Abstimmung gemacht und jetzt hat man sich getauscht. 80.000 bis 100.000 Frikos statt 8.000 bis 10.000. In 13 Jahren 1 Million. Könnt ihr euch überlegen, was das heisst in der Schweiz, was das braucht für 1 Million? Wie viele Ärzte, wie viele Lehrer, wie viele Krankenpfleger, wie viele Polizisten, wie viele Strassen, wie viele Kilometer? Aber wir sagen, das schaffen wir. Wir sagen es auf Mundart. Das ist kein Problem. Nein, meine Damen und Herren. Und alle, die wichtig tun, da bei der Freisinnigkeit von denen, die sagen, wir sind liberal. Und das muss so sein mit dem freien Personenverkehr. Wir sind für Freiheit, für freien Handel. Alles müssen wir können darunter stellen. Dann rufe ich einfach in Erinnerung, dass der grösste Ökonom, liberale Ökonom, Milton Friedman, Nobelpreisträger, der sich das ganze Leben sich nur mit dem Freihandel beschaffen hat, haben gesagt, alles könnt ihr im freien Handel unterstellen, nur etwas nicht, Personen. Das geht nicht, außer er würde im Staat sämtliche Sozialwerke abschaffen. Wer wollte das? Wer wollte das? Also, jetzt haben wir halt die Tinte. Aber wisst ihr, da muss ich sagen, das Schweizer Volk hat schnell gemerkt, das geht nicht. Und hat im Jahr 2015 zugestimmt, dass man aufhört mit der Personenfreizügigkeit. Seit hier steht in der Bundesverfassung, die Personen, die Einwanderung ist eigenständig zu regeln. Nicht von einem anderen wie die EU. Kontingent, höchst Wert und der Vorrang vom Schweizer sind wieder einzuführen. Haben wir gehabt von 1971 bis 2007. Und da haben wir die Probleme alle nicht gehabt. Aber unter Druck von der EU hat man es abgeschafft und eingeführt mit Falschaussagen. Nein, meine Damen und Herren, und was macht das Parlament? Der klare Verfassungsgrundsatz macht sich das Gegenteil. Sie haben ein Gesetz bekommen, das nützt gar nichts. Nein, es ist noch schlimmer. Jetzt müssen einfach die in diesen Berufen sich melden, auf denen, wenn jemand sucht, bei diesen Vermittlungsstellen. Aber weil ja die Schweiz und die Europäer gleichgestellt sind, können sich die Europäer auch melden. Das hat gar nichts zu tun mit dieser Ausführung, das ist Sand in die Augen gestreut. Und darum ist es nach wie vor. Jetzt sagt man auf die Abstimmung hin, ja, sage ich besser, sage ich ein bisschen zurückgegangen. Aber nicht auf 8.000 bis 10.000, sondern auf 50.000. Im 2019 sind schon wieder ein bisschen höher. Das wäre ja immer noch 12- bis 6-fache, als man hier gesagt hat, aber man muss es nicht zugeben. Meine Damen und Herren, darum stimmen wir am 17. Mai über Begrenzungsinitiativen ab. Die gewährleistet, dass die Berufe, die wir in der Schweiz nicht finden, wo man das da kann darlegen kann, wenn man das kann, das ist überhaupt keine grosse Sache, dass man die aus der EU überkommt. Hat unser Regierungsrat Hans Hoffmann, ich glaube auch da, oder? Haben wir die Frau habe ich gesehen, nein, da,
habe ich gefragt, der hätte es damals machen müssen. Habe ich gesagt, ist das eine schwierige Geschichte? Hat er gesagt, eine Person, habe ich gehabt, die das gemacht hat. Eine Person. Das hat man ganz unkompliziert gemacht. Wollte das System mit alles erklären, ist ja einfach. Aber man kann es ja vielleicht auch noch verbessern, die muss sagen, sie gehen einem zum Fehler gehabt. Aber so geht es nicht mehr. Und das Volk hat abgestimmt. Darum muss man es machen. Und das Volk hat gesagt, in 3 Jahren könnt ihr mit der EU verhandeln. Und sie haben überhaupt nicht verhandelt. Und die EU hat von Anfang an gesagt, wir verhandeln nicht. Jetzt geben wir noch mal ein Jahr Zeit zum Verhandeln. Aber am Schluss steht, wenn die Verhandlungen nicht nützen, muss die EU klar sein, dann kündigen wir das. Also. Meine Damen und Herren, wir müssen nicht drohen. Mit der Personenfreizügigkeit, sie liegt auf dem Tisch. Mit einer Million mehr Einwanderer in 10 Jahren. Die brauchen 454'000 neue Wohnungen. Das ist die Realität. Masslose Überbauung. Die brauchen 57'000 Fußballfelder alleine zum Bauen. Und gleichzeitig wollen die, die für das sind, sagen, wir brauchen mehr Freifläche. Das nimmt einen Haufen Landwirtschaftsland, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal den öffentlichen Verkehr an. Ich will nicht dem Herrn Meier die Schuld geben, wenn der Verkehr jetzt überall platzt und Sport kommt und sie keinen Platz mehr findet. 1 Million mehr Leute fahren mehr Zug. Das ist eigentlich nicht so gescheit gewesen. Ich meine, da in Bern, wo so viel Studierte hat, da brauchst du eigentlich kein Studium, um das zu merken. Auf der Straße, 1 Million mehr Menschen brauchen 543'000 Autos, 789 Bus. Alles wird man die heutige Bevölkerung anleiten. Was brauchen die eigentlich? So viel. Und wo fahren denn die? Ja, dann müssen sie halt Strassen bauen bis an den Tubak. Da braucht er wieder lang und kostet. Aber wir brauchen die auch gar nicht. Wir brauchen die nicht. Verknappung vom Landwirtschaftsland. Schulhäuser, Lehrer, Ärzte, Pflegepersonal. Kinder müssen doch in die Schule. Wir werden überrollt werden. Das sieht man. Das sieht jeder. Und, meine Damen und Herren, das braucht 59 Millionen Liter Trinkwasser. Das braucht 2 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das sind ja 500 Windkraftwerke. Bauen Sie die mal da in Ihrem Garten da? Nein. Und jetzt beim Umweltschutz. Meine Damen und Herren, beim Umweltschutz. Klimakatastrophe, sagen Sie, es sei CO2-Ausstoß. Nehmen wir mal an, es stimmt, dass die Erde wärmer wird wegen dem. Ich gehe nicht darauf ein. Aber wenn das stimmt, das hat 2 Gründe. Erstens haben wir immer mehr Leute und zweitens mehr Wohlstand. Und auf beides wird man nicht verzichten. Wenn ich ausrechne, was die Schweiz beitragen würde für Klimakatastrophe, wenn wir mal alle Leute würden ausmerzen, auch alle Schweizer, alle, hopp, unter den Boden, Tiere weg, niemand mehr heizt, niemand mehr fährt Zug, niemand mehr fährt Auto, ganz tote Stille. Und mal schauen, wie viel CO2 wir weniger brauchen, um das, damit die Temperatur nicht mehr als 2 Grad steigt, sind das 0,1 Prozent, also das Promille. Das nützt gar nichts, wenn wir alles machen würden. Und das, was wir heute machen, auch nicht. Weil die grossen Staaten machen gar nicht mit. Nämlich China, Indien, Amerika. Ich habe noch ein gewisses Verständnis. China und Indien, die müssen schauen, dass so viele Leute zu essen haben. Du kannst jetzt nicht in erster Linie schauen, dass sie nichts mehr essen, oder? Ich habe das mit Klimaleuten haben gesagt, sie haben Recht, Herr Brocher. Das nützt nichts. Aber das Vorbild ist wichtig. Ja,
Aber dann habe ich gesagt, aber das Vorbild nützt ja nur, wenn es die anderen auch machen. Das macht doch keiner an. Im Gegenteil, die sagen, na ja, ist ja gut, dass die schon ein bisschen runter sind, dann müssen wir nicht noch runter. Nein, wir sollten die Realität anschauen. Und da sind wir auch gefordert zu sagen, es ist doch viel, viel gescheiter, dass wir die Realität anschauen. Wie decken wir die Energie? Jetzt sagt man, statt CO2 Elektrizität, ja, ist gut. Aber mir läuft in der Elektrizität, das ist passiert. Alle Massnahmen brauchen mehr Elektrizität. Wir stellen Kernkraftwerke ab. Wer will die Haufen Windräder? Und so weiter. Wir brauchen auch Bandenergie. Wir müssen auf das schauen. Und dann schauen, wie lebt man mit 2 Grad wärmer. Es gibt ja Weltregionen, die haben immer 2 Grad wärmer als wir. Die leben ja auch. Also müssen wir sich auf das einrichten. Aber nein, wir laufen die Illusionen an. Das ist die Dekadenz, dass man nicht mehr sieht, wie die Realität aussieht. Von den sozialen Problemen von dieser Zuwanderung habe ich gar nicht geredet. Die ist enorm. Sie müssen sehen, für die über 56-Jährigen hat sie 2007 die Sozialhilfequote um 140% zugenommen. Jetzt hat der Bundesrat das gemerkt, oh, das wird ein grosses Problem für die Volksabstimmung. Was sagt er? Jo, ich mache eine Überbrückungsrente, eine neue Sozialversicherung. Jetzt können die Leute, die mit 56 rauskommen, mit 58 nach der Arbeitslosenkasse direkt in die Überbrückungsrente und dann in die AV. Wir wissen nicht einmal, wie die bisherigen finanziert werden und machen eine neue. Aber schauen Sie doch mal an. Das wird noch mehr solche geben, solche Alte. Denn wenn Sie sagen, mit 56 gehen die ins Sozialwesen hin. Zuerst Arbeitslosenkasse, nachher die Überbrückungsrente. Ja, ja, dann wird es interessanter, die mit Jungen zu ersetzen. Das ist doch die Folge. Wir sollten weiterdenken an die praktischen Folgen. Das ist auch unnötig. Es wird wieder finanziert. Durch wer? Immer die gleichen. Lohnabzüge, Mehrwertsteuererhöhungen, Steuererhöhungen. Abzupfen. Statt überlegen, man könnte es auch anders lösen. Personenfreizügigkeit ist ein falsches Modell. Falsches Modell. Das wird auch in Europa nicht durchheben. Sie werden es sehen. Natürlich gibt es auch Interessenten. Wenn viele Leute kommen, erstens für den Unternehmer, der kann auswählen unter 500 Millionen Leuten. Kann er auswählen. Das ist natürlich schöner, als wenn man in der Schweiz auswählen muss. Kannst die Besten und die Billigsten nehmen. Die kommen dann von ganz anderen Orten. Zweitens, wir haben einen wahnsinnigen Grenzgänger. Bereich, der sehr weit weg ist, wenn nur mal Tessiner fragen. Da gibt es derige, die interessiert sind. Zum Beispiel die, die Auto verkaufen können, die Zugschienen machen, Zugswege verkaufen und so weiter. Ist ja begreiflich. Da lobe ich mich, der Altnationalrat Walter Frey, der da ist. Der ist ja einer der grössten Autoimporteure. Der müsste ja eigentlich sagen, jawohl, kommen alle und kaufen das Auto. Er denkt weiter und ist nicht auf dieser Seite. Danke vielmals, Walter Frey. Also. Und wissen Sie, da werden dann jetzt Millionen gesettelt. Das kann ich Ihnen sagen, wo die Initiative bekämpfen. Unglaublich. Und da werden sie auf den Deckel überkommen wieder. Da wird man euch alles anhängen, oder? Sagen rechtsextrem und der gemischt, wenn er das macht. Haben wir ja alles schon erlebt. Und man droht wieder. Man kommt mit den Arbeitsplätzen nicht über. Das ist die eine Seite. Gewerkschaften, die sagen, da ist denn der Herr Bardini, da ist ein besonderer Spezialist. Der sagt dann, ja, früher war es ganz schlimm von der Personenfreizügigkeit. Da sind Fremdarbeiter im Hasenstall geschlafen und ich weiss nicht, was alles. Also, hört das an,
dann selber prüfen. Wir sind ja in dieser Zeit alle auf der Welt gewesen und haben, ja, das sind Gewerkschaften, die haben auch wieder ein eigenes Interesse. Die verdienen natürlich dank der Personenfreizügigkeit und der flankierenden Massnahmen Millionen, aber Millionen, auch die Arbeitgeberverbände. Das muss alles gesehen werden und gesagt werden, aber für das Land, für die Leute ist das keine gute Lösung. Und mit den ewigen Drohungen müsst ihr aufpassen. Schaut, was haben wir all schon für Drohungen gehabt? Die Älteren da rein, bei der Abstimmung über den EWR-EU-Beitritt im 92. Wenn ihr da Nein sagt, wird die Wirtschaft und die Schweiz zusammenbrechen. Das wird furchtbar werden. Sieh, das Schweizer Volk hat Kraft gehabt, Nein zu sagen. Bei 80% Stimmbeteiligung. Und dann ist die Wirtschaft umgegangen. Alles genau das Gegenteil eingetroffen von dem, was sie vorausgesagt haben und droht haben. Bei der Einwanderung. Nein, es kommen nur so viel. Und dann droht. Wenn man das nicht macht, dann gibt es keine bilateralen Verträge, die 5 bilateralen Verträge. Dort wird auch wieder droht. Und gesagt, ja, wenn er dann da Nein stimmt, dann fallen die weg. Meine Damen und Herren, die fallen nicht weg. Ich habe gesehen, in Erinnerung, wo wir zugestimmt haben bei der Massenzuwanderungsinitiative, hat man Frau Merkel gefragt in Deutschland, na, Frau Bundeskanzlerin, wird jetzt die EU die anderen bilateralen Verträge kündigen? Dann hat Frau Bundeskanzlerin so gemacht, das braucht Bild, wie sie den Arm da hochlupft. Und hat gesagt, wir werden doch nicht Verträge fallen lassen, die wir in unserem Interesse abgeschlossen haben. Das ist doch selbstverständlich. Aber man wird ihnen drohen und dann wieder sagen, wie schlimm das ist. Die neueste Drohung, die tun bei den Drohungen immer an die Vergesslichkeit vom Wähler appellieren. Jetzt haben sie doch mehr als ein Jahr gesagt, wenn er jetzt den Rahmenvertrag nicht unterschreibt, dann wird die EU die Börsenäquivalenz, hat niemand gewusst, was das ist, aber die Börsenäquivalenz nicht mehr verlängern, das wird erhebliche Probleme geben auf dem Finanzplatz. Die Schweiz wird zusammenkrachen. Ich habe das letzte Mal gesagt, am 1. Juli müsst ihr unterschrieben haben, sonst wird die Börsenäquivalenz nicht mehr verlängert. Am 16. Juni, 14 Tage vorne, hat Zürich Zeitung geschrieben in einem Artikel, jetzt muss man unterschreiben, sonst wird die Börsenäquivalenz nicht verlängert und das droht der Schweiz ein großes Problem zu werden, vor allem für den Finanzplatz. Der Bundesrat hat nicht unterschrieben. Die EU hat nicht mehr verlängert. Haben Sie etwas gemerkt? Haben Sie etwas gemerkt? Gar nichts gemerkt. Aber meine Damen und Herren, jetzt ist Bilanz gezogen worden für die Zeit. Also Börsenäquivalenz heisst ja nur, die beiden Börsen müssen gleichwertig sein in den Regelungen. Die Schweizer können EU-Firmentitel verkaufen und die anderen die Schweizer Titel. Das heisst das. Das ist alles. Aber jetzt wird Bilanz gezogen. Ich mache das nicht selber. Ich lese in der Finanz und Wirtschaft, wo gesagt hat, wie hat sich die Börse entwickelt. Ich zitiere. Die Schweizer Börse profitiert seit dem Wegfall der Anerkennung der Schweizer Börse durch die EU, das ist Börsenäquivalenz, der sogenannten Börsenäquivalenz vom höheren Handelsvolumen. Dies, da der Bund im Gegenzug zum Entzug der Anerkennung der Handel mit Schweizer Aktien in der EU verboten hat. Sau schnell und gut hat der Bundesrat gehandelt, vorsorglich, hat gesagt, wenn er das macht, dann machen wir das. Meine Damen und Herren,
Der schreibt weiter: In den ersten drei Monaten ohne Börsenäquivalenz lag der Umsatz zwischen 38 und 51 Prozent höher als im Vorjahr mit Börsenäquivalenz und die Transaktionen haben um 6,1 Prozent zugenommen. Meine Damen und Herren, das ist der Erfolg. Aber jetzt muss ich Ihnen auch sagen, der Erfolg hat einen Namen. Das hat der Bundesrat sehr mannhaft bereits schon vor, ja, das Jahr vorher angefangen und hat gesagt, wir müssen etwas haben. Wenn die EU uns da schienagelt, müssen wir auch etwas machen. Und hat gegen erheblichen Widerstand im Bundesrat, hat das unser SVP-Bundesrat, unser Zürcher SVP-Bundesrat, der Ueli Maurer, durchgedrückt. Danke vielmals, Herr Bundesrat. Wären Sie es nicht gewesen, sondern einer von einer anderen Partei, wäre das natürlich alles gross heute in den Zeitungen ausgeschlachtet. Gut, dass Sie es nicht sagen. Wissen Sie, wenn ein Bundesrat etwas gut macht, wird es für ihn gefährlich. Dann haben Sie ihn nicht mehr so gern. Ja, meine Damen und Herren. Da sehen Sie, es ist eigentlich auch logisch, dass es besser rausgekommen ist. Das Rezept der Schweiz ist, selber auf eigene Füße die Sache richtig machen. Und lassen Sie sich nicht bedrohen, sondern denken Sie immer daran, unsere Stärke ist die Besonderheit der Schweiz, Freiheit, Demokratie, Neutralität und Eigenständigkeit. Und die SVP ist wichtig. Schauen Sie mal an, was wir für Erfolg haben. Ich meine jetzt nicht in erster Linie Wahlerfolg. Das auch. Wir sind ja da, wo wir Krise kennt in den 70 Jahren. Unter 10% geht. Ich höre heute noch der Hubacher am Radio. So eine kleine Partei sollte gar nicht mehr vertreten sein im Bundesrat. Wir sind seit 12 Jahren weitaus die grösste Partei in der Schweiz. Wir haben 2 Bundesräte. Wir sind die Einzigen, die nach dem Proporz 2 zu gut haben. Die anderen sind alle ein bisschen übervertreten. Aber meine Damen und Herren, das allein ist noch nicht so wichtig, aber fürs Land. Halten wir doch fest, ohne die SVP wären wir heute in der Europäischen Union. Es wäre fertig mit der direkten Demokratie. Fertig mit der schweizerischen Freiheit, fertig mit der schweizerischen Eigenständigkeit. Die Goldinitiative hat dazu geführt, dass wir die verrückte Solidaritätsstiftung, die wir jedes Jahr erpresst worden wären, von Amerika nicht machen können. Dank der SVP hast du im Kanton Zürich die Erbschaftssteuer gekippt für die Familienangehörigen. Wir haben ein weniger lasches Asylrecht, auch wenn es leider sehr mangelhaft durchgeführt wird. Die kriminellen Ausländer können wir dank unserer Ausschaffungsinitiative besser ausschaffen. Nicht ganz, wie wir es wollen. Wir haben mit der Durchsetzungsinitiative ein härteres Gesetz angebracht. Aber dann, da die Ausnahmefälle haben wir halt nicht mehr weggebracht. Man kann nie alles 100% erreichen. Und meine Damen und Herren, und eben die Leistung der Bundesrat, der Herr Bundesrat Guy Parmelin, auch im Stillen. Der hat dann da noch verhandelt mit dem Johnson, dass wir im Fall vom Brexit das Freihandelsabkommen, und natürlich wir mit der EU gehen und England nicht mehr, dass das gilt. Die haben abgemacht miteinander, dass das gilt. Die Schweiz hat vorgesorgt. Danke, Herr Bundesrat Parmelin. Danke, Herr Johnson. Meine Damen und Herren, dank der SVP, der geschlossenen SVP, gibt es heute kein Bundesrat Pierre Modet. Sozialdemokraten haben dann da gerne von Modet wollen. Nur, dass sie es wissen, dann hätten wir den jetzt im Bundesrat. Gute Nacht am 6.
Die FDP kann auch noch froh sein, dass mir da dort Nein gestimmt hat. Wäre ja dann noch ihren. Also auf den Dank haben wir noch bis jetzt noch keinen bekommen, aber den Slogan von der Faustregel von der Freisinnigen gegenüber unserer Partei kennen wir ja. Lieber immer weiter kranken, als der SVP zu danken. Aber wir erwarten ja das auch nicht. Wir wollen eine gute Schweiz, auf den Dank können wir verzichten. Und darum, meine Damen und Herren, machen wir teilweise Gütli-Tagung. Auseinandersetzung. Was ist die richtige Lösung? Der Herr Pardini haben wir eingeladen. Da ist der eine, wenn ihr den seht, der legt den Boxhändchen an gegen die SVP. Kenne ich schon. Aber das ist hohe Kultur, ein anderes Wort. Der kommt das letzte Wort über. Meinen Sie, die SP, wir in den letzten 50 Jahren einmal nur zu 2 Minuten eingeladen für ihn nicht. Ja, könnt ihr denken. Aber ich begreife es auch. Die müssen ja Angst haben, dass alle Arbeiter, die noch nicht bei uns für euch stimmen, dann auch noch für euch stimmen. Aber ihr müsst aufpassen, liebe Frauen und Männer. Der Pardini ist in der Leihe gekommen, der hat eine ganze Reihe von Leuten mitgenommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Gewerkschafter gibt. Und ja, seit den letzten Wahlen werden ja die autojungen Studentinnen ersetzt. Also, die haben ja, kennen ja wahrscheinlich die Arbeiter aus der Literatur. Wir arbeiten mit denen jeden Tag zusammen, oder? Nein, meine Damen und Herren, wir bleiben unserem Ziel treu, aber durchsetzen. Aber da muss ich Ihnen sagen, das geht nur, wenn wirklich alle für das sich einsetzen. Und da sind vor allem unsere Behördenvertreter, vor allem Parlamentarier. Ihr müsst auch Zeck, Gott vertelle. Natürlich ist es jetzt bis jetzt gut gegangen, dann lässt man sich ein bisschen schlitten, aber jetzt wir müssen wir wieder Positionen haben, Positionen vertreten. Und auch nicht da umeinander jammern, weil wir jetzt ein bisschen etwas verloren haben. Das ist Zeit, um wieder aufraffen. Es ist recht, dass wir gesehen haben, es ist da nicht mehr ganz alles wie heute. Wenn wir das machen, mit dem Elan, den wir hatten, wo wir dafür sind, wenn wir das machen wieder, dann kommt es gut für die Partei, aber vor allem für das Land, für die Schweiz, für eine freie Schweiz, für eine einzigartige Schweiz, wo wir dürfen stolz sein. Und dann können wir wieder sagen, Vive la Suisse, Vive la Svizzera, Vive la Svizzera, es lebe die Schweiz, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Altbundesrat, lieber Christoph, für die fantastische Rede.